So. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute sind wir live. Einmal besser gesagt, ich bin live bei Rockstar Nails. Ich bin die Lee. Ja, viele kennen mich von Nagelstudio Lilos Nail Design, die bayerische Nobelfee. Und wir, oder besser gesagt, ich zeige euch heute, ich sag immer wir, ne? Nee, ich zeige euch heute live einmal ein Design mit den Ink Collars. Ich habe ja schon mal die zwei tollen Teilchen hier euch gezeigt. Und ja, viele wollten unbedingt sehen, wie ich die gemacht habe. Dann habe ich gesagt, okay, ihr Lieben, ich mache euch einmal ein Live-Video. Und zwar live ist immer besser, weil da können wir gemeinsam auch drüber reden. Ihr könnt es wirklich direkt gleich sehen, wie es funktioniert. Und ich denke, wir starten jetzt auch gleich mal. Hab hier, jetzt machen wir mal die Blumendeko weg. So, die war nämlich, upsi, jetzt wird gleich gewackelt. So, die wollen das besser ausschauen. Ja, wunderbar. Also ich sage nochmal Hallo an alle 19 jetzt, die wir schon sind. Ich zeige euch die Ink Collars heute und werde einmal mit euch dieses Design machen. Also für alle, die jetzt neu dazugestoßen sind, werde ich es nochmal kurz sagen. Dieses Design werden wir einmal zusammen jetzt machen. Wer möchte, kann er natürlich auch mitmachen. Ne? Wir können das wirklich gemeinsam machen. Ihr könnt eure Ergebnisse da auch gerne in den Kommentaren posten, was natürlich wirklich cool wäre, wäre wirklich sehr schön. Ja, ich zeige euch eben, wie gesagt, diese Designs. Es sieht aus wie Aquarell, ist aber nicht Aquarell. Es ist wirklich mit den Ink Collars gezaubert. Ich finde die ganz toll, also sind wirklich sehr schön. Ja, werde ich jetzt mit euch einmal machen. Hab hier noch drei Versiegler. Einen der Versiegler werden wir dann auch noch nutzen. Die werde ich euch am Schluss zeigen. So. Und hier einmal weiß und schwarz habe ich genutzt. Also Moment, ich zeige euch gleich mal das Weiß, das ich hier schon aufgetragen habe. Da habt ihr einmal die Nummer. Und das ist dieses Weiß. Okay, voll daneben, voll peinlich, diese Nummer. Da ist es weiß. Ja, wir sind alle menschlich und hier ist die Farbe. Hallo ihr Lieben, hallo. Ja, das Schwarz mit der Nummer, das verwenden wir jetzt dann noch, um die Malerei zu machen. Gut, muss ich selber jetzt schon lachen, aber so ist es. Ja, machen werden wir jetzt davon ein süßes Design. Mal gucken, wie es funktioniert. Ihr wisst ja alle, weiß, ja, Liebes, ich habe es gerade gemerkt, als ich den Deckel auf. Ja, genau. So, zu den Farben hier nochmal, zu den Ink Collars. Es gibt davon im Shop bei Rockstar Nails jetzt schon viel mehr Farben. Ich habe hier jetzt eine Auswahl. In diesen Fläschchen befinden sich 5 Milli. Jetzt sind sie aber schon 15 Milli erhältlich. Bei der lieben Stella bei Rockstar Nails. Wie gesagt, 15 Milli sind jetzt die Fläschchen, ist, so viel ich weiß, auch der gleiche Preis. Also wie gesagt, ist mega, finde ich richtig klasse und es gibt mehr Farben, als ich hier liegen habe. Zu den Farben, da werden wir jetzt mal kurz noch kommen. So. Könnt ihr hier sehen einmal, ich zeige es mal kurz ins Bild, damit ihr auch die Farben sehen könnt. Anita, hallo! Hallo ihr Lieben und ich zeige euch auch die Farben. Ist das Licht eigentlich gut? Muss ich mal gucken hier, ich sehe nämlich nichts. Ja, sehr gut. Passt. Ich zeige euch die jetzt mal, ich weiß noch gar nicht, welche Farbe ich nehmen werde. Ich finde dieses hier finde ich ja richtig toll. Also damit habe ich auch die blaue Blume gemacht. So, mit Blau und Gelb. Ich muss euch ein bisschen runterholen. Ich sehe nämlich wirklich 0,0 nichts jetzt. Das ist einmal das Blaue. So, Aquamarine heißt es. So, dann nehmen wir das hier. Ja, Essa, ich freue mich. Sehr schön. Wir sind 37. Sag mal an alle Hallo. Ja, ich freue mich wirklich riesig. Das war jetzt wirklich eine spontane Entscheidung, dass ich jetzt heute live komme. Ja, mein Mann hat schon gesagt, du wirst bestimmt wieder sagen, weil er Fußball guckt. Ja, so ist es ja auch. Er guckt nämlich jetzt Fußball. Und da dachte ich mir, ich komme jetzt mal für euch live.
Für alle, die dazugestoßen sind, wir machen heute Blümchen mit den Ink Colors, die sogar vergleichbar vom Aussehen sind wie Aquarellblümchen. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Habe auch vorhin schon erwähnt, es wäre wirklich toll, wenn ihr vielleicht auch mitmachen möchtet. Habt jetzt auch noch die Zeit und könnt einmal euren Tipp weiß machen. Schwitzschicht kann man drauf lassen, wenn es nicht zu viel Schwitzschicht ist. So. Halt jetzt bloß mal kurz die Farben auch rein. Also wie gesagt, wer Interesse an den Ink Colors hat, ich bin verliebt in diese Farben. Wirklich toll. Also ich find Ink geil. So, an alle 47, hallo, ich bin begeistert. Es ist der Wahnsinn. Ich freue mich, richtig klasse. Ihr könnt auch gerne das Video teilen, aber bitte nur da, wo es erlaubt ist. So. Hupsi, ich spritze schon rum, aber macht nichts. Jetzt haben wir jetzt braun, ist halt dunkel, ne? So, aber ich glaube, ihr könnt es schon ein bisschen sehen. So, ja, ich schmiere mich schon wieder voll. Schaut euch das an, ich alte Wildsau. Muss jetzt mal ein bisschen darüber tun. Habe ich das jetzt schon wieder laut gesagt? Ja, habe ich. Ach Gott. So. Macht nichts, hört einfach weg. Hallo ihr Lieben, hallo. So, dann habe ich die noch, die Orange. Ich mache da immer da Geschmier hier. So. Ja, was nehme ich jetzt für Farbe? Moment mal. Also ich finde ja Blau immer ganz toll, ne? Sudali. Also wir könnten jetzt aber auch mal, Moment mal. Grüne, vielleicht doch blau und rot. Lila ist das hier. Was haben wir da? Red. Vielleicht nehmen wir die zwei. Einmal dies und das. Ja, also ich denke mal, ich werde jetzt mal die beiden hier nehmen. Vielleicht noch einen kleinen Spruzer gelb. So, die anderen packe ich jetzt einfach mal weg, weil ich sau hier wieder alles rum. Machen wir da andere ein bisschen sauber. Eieiei. Naja, jetzt weiß ich wenigstens gleich, dass das braun ist. So. Altes Ferkel wieder. So, was ich mir jetzt noch hole, ihr Lieben, das habe ich jetzt noch ganz vergessen. Ich habe hier immer ganz gern so ein kleines Schälchen mit dabei. Warum, werde ich euch jetzt gleich zeigen. So. Dazu habe ich auch immer ganz gern, das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Ihr könnt einfach verschiedene Pinsel nutzen. Ist wurscht welche, einfach für mich zum Beispiel, sie müssen ein bisschen dicker sein, ein bisschen stabiler, nicht ganz so dünn, dass man sie nicht ganz so biegen kann, ja. Also ein bisschen dicker dürfen sie ruhig sein und dann halt in der Länge, wie es ihr am liebsten habt. Also ich mache es jetzt mal mit diesen Pinseln so. Das muss man sich aber selber ein bisschen durchtesten. Ein bisschen durchtesten und einfach mal gucken. Ja. So, also da sind jetzt die zwei Racker und wir werden jetzt auch so einen Racker machen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir werden das jetzt einfach mal machen. Genau. So, ich sag immer wir. Völlig wurscht, oder? So, also da habe ich jetzt einmal hier den weißen. Ich habe den ausgehärtet und nicht gecleanert. Ich zeige euch nochmal die Farbe, weil ich habe es vorhin ja etwas durcheinander gebracht. Also wie gesagt, dieses Weiß einmal auftragen. Die Nummer ist diese hier. Esther, das sind Ink Colors, damit kannst du unglaublich tolle Sachen machen. Du kannst den ganzen Nagel verschönern, du kannst, also es ist Wahnsinn, was du damit alles machen kannst. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen. So, wir werden jetzt, wie gesagt, einmal mit diesen Ink Colors kannst du solche Blümchen hier machen, Liebes. Und das macht da wirklich mega viel Spaß. Dazu benötigst du diese Ink Colors. Das hat auch ein bisschen was von Aquarell, ist aber nicht Aquarell, weil wir das mit den Ink Colors machen. So, dann habe ich jetzt diese drei Farben hier ausgesucht. Ihr könnt Farben nehmen, welche ihr wollt. Einen kleinen Behälter, denn da mache ich mir dann immer so kleines Tüpfelerlei. Also wir fangen jetzt einfach mal an. So. Ah, und was ihr noch benötigt, natürlich einmal Cleaner, ihr Lieben. Ja, denn mit dem müsst ihr jetzt dann auch fleißig ein bisschen spielen, ne? Und eine kleine Zilette, wo ihr immer euren Pinsel dann ein bisschen abstreifen könnt. Ich werde mich jetzt wirklich ein bisschen blöd stellen ab und an, denke ich, weil ich die Kamera vor der Nase
Also bitte habt ein bisschen Verständnis. Es ist gar nicht so einfach, mit dem Ding vom Gesicht zu arbeiten. So, ich mache mir dann immer ganz gern hier so ein Tröpferle. Ja, das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Dann nehme ich hier meinen Pinsel und lasse mal da richtig schön die Farbe aufsaugen. Ja, da brauche ich sogar noch ein bisschen was. Also der frisst richtig die Farbe. Das ist ganz toll. Also da könnt ihr ruhig noch einen Nachschlag nehmen. Und wenn er nämlich genug Farbe hat, dann ist das immer ganz gut. Und dann mache ich mir einfach, also fangen wir mal an. Hallo! Ja, jetzt geht's los. Holt euch das Popcorn. Aufregung pur. Ich bin auch aufgeregt. Also bitte verzeiht, wenn ich ein bisschen durcheinander mache. Gell? So, ich mache mir jetzt da einfach mal, machen wir mal so ähnlich wie die eine, was ich da gemacht habe vielleicht. Plus eine andere Farbe. Machen wir mal zwei größere. Also ich mache jetzt mal hier. Also ihr könnt ja wirklich ansetzen. Ja, macht einfach mal hier so ein Bündele. Wenn ihr da fester streift, ja, dann verlaufen die auch nicht so. Es ist ja normal so, dass die immer ein bisschen laufen. Ja, das kommt aber auch immer je nach Spitzschicht und so weiter, was halt drunter ist. Aber es ist hier, ist es vom Vorteil, wenn das jetzt nicht so läuft. Ne? Also ihr könnt jetzt hier einmal und dann mache ich mit der nächsten Blau hier nochmal. So, wie gesagt, ich habe das Ding hier wirklich vorm Gesicht. Ja, verzeiht, wenn ich mich ein bisschen blöd stehe. Schaut jetzt noch ganz lustig aus, ich weiß. Oh, jetzt verliere ich meinen Pinsel. So, was für Glump, mein Lieber. Ja, das ist ein Pinsel, der in meinem Schrank eben ein bisschen verstaubt und ich glaube, das nimmt er mir übel. Aber dafür ist er gerade ganz gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, schlimm, 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 schlimm. So, und dann setze ich mal hier. Hoffentlich haut ihr mir jetzt eine kleine wieder ab. Ist das schon wieder peinlich? Dann machen wir hier noch eine kleine hin. So, ich denke, das reicht jetzt erst einmal. Einmal. Dann machen wir das jetzt wieder ein wenig sauber. Und dafür braucht ihr jetzt natürlich auch euren Cleaner hier. Ne? Es ist wichtig, dass ihr jetzt dann mit Cleaner arbeitet. So, den mache ich jetzt mal wieder zu. Und das mache ich so. Jetzt gucke ich, dass ich das mit dem Bild habe. Moment. Schaut mal. Also, ich habe hier den Cleaner und da drücke ich immer ein bisschen drauf, damit ein bisschen Cleaner rauskommt. Und dann tupfe ich da einfach immer ein bisschen rein. So arbeite ich dann. Jetzt eben, wie gesagt, einmal das Blau ein bisschen raus aus meinem Pinsel wieder. So. Und dann nehme ich einmal ein bisschen von dem Rot, also von der Lila, ich sage immer Rot. Ja, guten Morgen, Liebes. Es ist schon spät, verzeiht. So, dann schnappt ihr euch wieder das Farbe. So. Wir wollen die ja ein bisschen zweifarbig haben. Gehen wir da jetzt noch einmal ein bisschen rein. Ja, das ist blau noch ein bisschen mit drin. So, nochmal einen Tropfen her. Wie gesagt, da könnt ihr, auch wenn einmal ein Tropfen zu viel ist, wirklich, es macht überhaupt nichts. Also ihr müsst euch da wirklich keine Sorgen machen. Macht da einfach mal ein bisschen ein paar Kleckseln hin. Ihr haut mir schon wieder ab. Ich glaube, ich muss mal einen anderen nehmen. Der kleine Racker, der ziert sich. So. Und dann machen wir jetzt wieder ein bisschen. So. Ja, sieht noch ganz witzig aus, ich weiß. Vielleicht nehme ich jetzt mal einen anderen Pinsel, weil der geht mir gerade echt auf die Nerven hier. Nehme ich mal den da. So. Ja, sieht rot aus, ist aber. Lilac steht drauf. So, lala. Und jetzt könnt ihr da ein bisschen reingehen. Und wichtig ist, ihr dürft wirklich nicht zu viel vom Cleaner. Schaut mal, ich habe hier die Cleaner. Ne? Wirklich immer ein bisschen ruhig auch noch ein bisschen abtupfen da. Ne? Und dann geht ihr einfach so schön da rein. Könnt ihr das sehen? Ja. So. Und jetzt so.
Und dann verschmiert sich das nämlich ganz toll. Seht ihr das? Konntet ihr das jetzt erkennen? Ja, das ist, ein Video ist immer ein wenig schwierig. Hallo an alle 56, ich freue mich, Wahnsinn. So, dann gehen wir da ein wenig rein. Brauchen wir ein bisschen was? Könnt ihr ruhig ein bisschen reintupfen und das darf ruhig ein bisschen verlaufen. Nix, ihr müsst damit wirklich ein bisschen vorsichtig arbeiten, weil wenn ihr zu viel Cleaner nutzt, dann ist nämlich das Ganze sofort wieder ein bisschen weg. Ne? Also dann ärgert man sich nämlich. Das könnt ihr jetzt einfach schön ein bisschen so verschmieren. So. Da läuft schon ein kleiner Rocker ein bisschen rüber. Also man muss da wirklich gut aufpassen. Seht ihr, sonst läuft es nämlich. Aber das macht gerade gar nichts. So. Halt auch ein bisschen leichter wird, kann man da immer wieder ein bisschen drüber gehen. Wie gesagt, verzeiht ein bisschen, ne, dass ich hier jetzt, ich habe die echt vor der Nase, die Kamera. Ne? So. Also die werden auch immer unterschiedlich, also es ist nie so, also ich kann mir irgendwie nie direkt was vornehmen, auch wenn ich sage, oh, ich hätte die gern so oder so, die werden immer anders da, als ich mir das vorstelle, aber irgendwo ist es auch ganz schön. Schau mal, na, komm mal her. Also so sehen sie jetzt im Augenblick aus. So. Kann man ruhig noch ein bisschen reintupfen. Es darf ruhig so im Aquarell-Style ausschauen. Ich muss ja sagen, ich hatte meine ersten Blümchen gemacht und wirklich jeder dachte, ich habe die mit Aquarellfarben gemacht, aber habe ich nicht. Ich habe die hier mit diesen Ink-Colors gemacht und das ist prima. So geil. So. 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 So würde ich die erste jetzt mal lassen. Und jetzt lassen wir das ein bisschen trocknen. Also ihr könnt da ruhig immer ein bisschen trocknen lassen. Doreen, hallo. Catherine, hallo. Ja, das sieht immer ganz lustig aus. Aber ich finde, dass es im Prinzip auch wirklich ganz schnell geht. Ne? Also ich bin der Meinung, es geht wirklich ratzfatz. Jetzt mache ich da mal den Pinsel nochmal ein bisschen sauber, dass man die Farbe da nicht so stark drinnen hat. Ja, es ist immer ganz lustig. Man denkt wirklich so, also mein erstes Blümchen, wie gesagt, da dachte ich mir auch erst so, um Himmels Willen, was wird das? Aber man glaubt es kaum, es wird wirklich schön. So. Dann nehme ich jetzt noch ein bisschen Gelb, machen wir mal ein bisschen dreifarbig. So, Pinsel her. Dann saugen wir da die ganze Sache mal auf hier. Und setzen da noch ein bisschen Gelb mit rein. Hier. Hier, so einfach auf einer Seite ein bisschen. Und da setzen wir es da ein wenig auf die Seite rein. So, schaut mal. Schon habt ihr jetzt das Gelb mit drinnen. Lassen wir es natürlich kurz ein bisschen antrocknen. Aber so viel gehe ich jetzt da gar nicht mit dem Cleaner rein, weil sonst verschwindet uns das Gelb zu stark. Und das wäre nämlich dann schade. Also ich finde es mega geil. Ich sage, jede Blume wird immer verschieden sein, weil sie es einfach auch immer anders da, wie sagt man, schmiert, ne? Also das zieht sich immer anders da. Auch wenn man sich gerade vorstellt, ich hätte gerne eine kleinere Blüte, kann es natürlich auch passieren, dass die ein bisschen größer wird. So. Jetzt gehen wir da nochmal kurz rein. Dann verlauft sich das nämlich noch ein bisschen schöner. Seht ihr? Einmal. Immer ein bisschen. So. Rein. Und die kleine finde ich richtig süß. Ne? So, jetzt habt ihr hier schon mal, es ist schon, also ihr seht hier die erste Blüte, hier die zweite Blüte und da die dritte. Und Form
kriegt die Blüte natürlich jetzt auch noch, wenn wir ein bisschen mit schwarzen Konturen arbeiten, einfach ein bisschen rum, sage ich, und dann wird es auch. Gut. Ja, im Prinzip könnt ihr das jetzt so lassen, euren Pinsel vielleicht gleich ein bisschen sauber machen. So. Es ist immer ein Unikat, ja, es ist immer ein Einzelstück auf deutscher, weil es nie das gleiche sein wird. Ich habe jetzt zum Beispiel hier nochmal einen Tipp und einfach mal nur, damit ihr seht, was noch geht. Viele machen es auch als Fullcover drauf, das zeige ich euch jetzt mal noch kurz. Oh, ich spritsche wieder rum. Da tut ein bisschen auf eurer Zilette tupfen, sonst wird es zu viel. Einfach da Tupfer, da Tupfer. Da brauchen wir ein bisschen was. Da ein Tupfer. Da machen wir jetzt einfach mal ein paar hin. So. So, einmal. Das ist jetzt so eine schnelle Nummer. Was ich auch mal ganz toll finde. So. Ihr könnt es auch bloß pünktlich machen. Das ist völlig wurscht. Ne? Also wie ihr das wollt, könnt ihr das machen. Obwohl, dann nehmen wir jetzt mal Grün mit rein. In der Zeit kann, das, da kann der andere eben, da kann ich mir dann sicher sein, dass er auch trocken ist. Der, warte mal jetzt. So. Nehmen wir mal Grün mit rein. Sieht bestimmt auch cool aus. So. Gut. Jetzt hat er lauter Pickel. Sieht ja an und für sich auch schon echt süß aus. Ne? Also wie gesagt, komm, mach mal scharf hier. Etza. Man kann das so viel, das kann man jetzt auch ordentlicher machen. Ne? Also jetzt nicht so im Durcheinander, wie ich das gerade mache. Aber ist auch eine Idee. Dann nehmt ihr natürlich wieder euren Cleaner. Nehmt euren Pinsel. So, schaut mal. Das ist jetzt so auch noch eine schnelle Sache. Das könnt ihr nämlich auch als Full Cover machen. Und da kann man ja dann auch alles noch drüber machen, wie man Lust hat. Ne? So, einmal. Da tupft ihr jetzt mit eurem Cleaner querbeet durch die Prärie, auf Deutsch gesagt. So. So. Das mache ich immer ganz gern, weil da ist auch immer der Nagel unterschiedlich und ihr habt wie im Aquarell-Look einen Untergrund sozusagen. Ich mag das ganz gern. Ihr könnt da, wie gesagt, die eine weiße Stelle bleibt weiß, die könnt ihr ruhig weiß lassen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel noch irgendwas dazu machen will, hat man da noch ein bisschen weiß mit dran. Also ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Und man hat immer was anders. Ist das scharf hier, ja. So, ich sehe nichts. Also wenn was ist, ihr Süßen, einfach schreien. Besser gesagt schreiben. So, da haben wir noch einen, der ein bisschen nach Punkt ausschaut. Das wollen wir nicht. So, und ihr seht, wie das verlafft, ne? Wie das verlafft, ne? Ja, ihr könnt es ja schon gut erkennen. Ich finde es wirklich super und ihr könnt damit natürlich drinnen arbeiten, so lange, bis ihr zufrieden seid. Ne? Wenn ihr sagt, oh, das ist mir jetzt noch zu kräftig oder so, dann einfach nochmal drauf. Ansonsten, ja, wenn ihr zufrieden seid, einfach lassen. Und schon habt ihr nämlich so einen Aquarell-Look mit euren Inkcolors, weil da muss man nicht immer nur Pünktchen machen oder so, wie viele machen, sondern ihr könnt es unglaublich toll verarbeiten. Ja, und es sieht unglaublich schön aus. Schaut mal. Und ihr habt jetzt da auch so einen Look, der wirklich fantastisch ist. Ihr könnt den Nagel im Prinzip dann oder den Tipp jetzt so lassen. Man kann da jetzt mit Plastilin essen, man kann Blümchen drauf machen, man kann, wenn man den einmal versiegelt, kann man auch noch Aufkleber drauf machen und Steinchen setzen. Man kann vieles. Also ihr könnt damit ein unglaublich tolles Design zaubern. Deswegen sage ich immer, also ich liebe die Inkcolors, ich gebe die nicht mehr her. Bin ich ganz ehrlich, also da kann man so viel fantastische Sachen machen. Ich lasse mir auch was einfallen für die Messe in Düsseldorf, ihr Mäuse. Denn ich werde ja das sein mit Rockstar Nails. Am Stand und ja, werde für euch ganz viele Sachen testen und zeigen und so weiter. Also ich freue mich auf jeden Fall jeder, der da ist und der vorbeischaut. Ja, den lassen wir jetzt auch mal trocken. So, jetzt haben wir ja den Racker da, ne?
Zur Sicherheit, ja, gehe ich immer ganz gern auch mal nochmal so ein bisschen drüber mit der Zielette. Ja, weil man sieht hier, da kommt noch ein bisschen was. Ja, wenn das noch ein bisschen nachfärbt, das ist nämlich ganz schlecht, wenn ihr den später versiegelt und der ist noch nass. Dann wird's blöd. Oh, schade. Ja, also für mich ist es ja schon auch eine Ecke. Also wir fahren ja auch bestimmt 5 Stunden oder so. Also je nach Verkehr. Ich bin mal gespannt. So. Gut. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Ich weiß es ja selber noch nicht. Wie lang wir fahren. Jetzt warte mal, welches war jetzt schwarz? Da war schwarz. So, hier haben wir mal die Nummer. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel schwarz, ne? Und mit der Schwarz könnt ihr jetzt zum Bleistift eure Konturen zeichnen. Da brauche ich aber jetzt einen ganz dünnen Pinsel. So, dann haben wir einmal den da und den da. Ich weiß nämlich immer nie, mit welchen ich am Schluss wirklich arbeite. Es sind wirklich ganz dünne, feine. Ja, die sind wirklich sehr fein. Und ja, nehmt wirklich das, womit ihr ganz dünn arbeiten könnt. Also ob Rockstar Nails auf der Messe mit dem Stand ist, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt mal geplant für Düsseldorf. Mehr weiß ich selber noch nicht, ihr Süßen. Aber wie gesagt, ich bin selbst schon aufgeregt, nach Düsseldorf zu gehen. Das ist schon für mich absoluter Wahnsinn. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja. So, dala. Jetzt nehme ich noch... Hoppala. Da nehme ich meinen Pinsel. So. Jetzt nehme ich ein ganz dünnes Gel. Ja, ihr könnt da egal, einfach ein stinknormales Aufbaugel oder so. Nehmt was ihr wollt, einfach ein klares. Und damit geht ihr jetzt einmal fein über den kompletten Tipp drüber und lasst es dann aushärten. So, wie gesagt, zügig drüber. Und immer wichtig, gut abtrocknen, ne? Muss alles gut trocken sein. So. Also es ist völlig wurscht, ihr könnt dann nehmen, welches das ihr wollt, ne? So. So, in Leipzig auch dabei. Ich glaube, seid ihr in Frankfurt auch schon, oder? Ich glaube, doch schon, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. So, jetzt gehe ich mit dem Racker erstmal aushärten. Also wie gesagt, egal, einfach ein dünnes Aufbaugel oder klares Gel, völlig wurscht welches. So. Den da zum Beispiel, den kann man auch einfach dann entweder gleich versiegeln. Aber das machen wir dann. Dann nehme ich, ja, da tupfe ich jetzt auch einmal. Seht ihr, weil da kommt immer noch ein bisschen was nach. Es ist ganz wichtig, tupft die wirklich ab und vergewissert euch, dass die getrocknet sind. Also da zumindest zum Teil. Es ist ja immer eine ganz leichte Schwitzschicht. Also immer Farbe nehmen, wo wirklich nur eine leichte Schwitzschicht drauf ist. Und dann könnt ihr dann nämlich noch ein bisschen tupfen. So. Damit ihr euch dann nicht das schöne Design wieder verschmiert sozusagen. Das wäre nämlich dann wirklich Kacke. So. Sudala. So, den lassen wir jetzt mal härten. Ich weiß gar nicht, mal gucken, siehst du, da habe ich noch gar nicht so einen. Das Licht an, jetzt will er. Wie gesagt, immer gut mit Cleaner arbeiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Cleaner, der, es ist ein stinknormaler Cleaner, ohne Duftzusatz oder sonst irgendwas, einfach ein stinknormaler Cleaner, ja. Das muss jetzt nicht der teuerste sein, einfach ein Cleaner. Ich wieder. So. Ja, in Frankfurt sind sie auch. Sieht ihr, das finde ich ganz toll. Ja, Frankfurt wäre jetzt auch noch eine Idee, weil, wie gesagt, könnte ich meine Britta besuchen. Das wäre jetzt auch noch so eine Sache. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt in Düsseldorf und ich freue mich riesig. Also, wie gesagt, wer vorbeikommen will, kommt zum Stand. Da, glaube ich, da findet ihr so einiges. Also, da werdet ihr euren Spaß haben. Ja, und mich findet ihr da auch, ne? Aber wenn ich meine rote Birne habe, nicht lachen, gell? Ich warne euch jetzt schon mal vor. Ja. So, gut, dann haben wir jetzt die mal soweit ausgehärtet.
dann nehme ich wieder Cleaner. Also da nehme ich dann immer meinen. Für die Colors nehme ich den anderen, für die In-Colors da. Und für den nehme ich immer den. Also der ist auch mit Duft. Der schnuppert gut. Ich mag es immer ganz gern mit Schnuppert. So, einfach gut cleanen. So, Della. Sieht ja so schon mal ganz süß aus, ne? So. Okay. Den tue ich jetzt mal auf die Seite, weil den brauchen wir gerade nicht. Ach, Aufregung pur. Hier seht ihr nochmal die Racker da. So. Gut, was machen wir jetzt? Also, jetzt schauen wir mal. Also zum Anfang ist natürlich erstmal wichtig. Ja, ich habe hier immer ganz gern so einen Pfropfen da. Den mache ich mir immer ganz gerne an meinen Finger. Aus dem Grund, wenn ich jetzt hier in die Farbe nämlich gehe, ja, dann schmiere ich den nämlich immer ganz gern hier hin, um mir den Pinsel komplett mit Schwarz zu tränken. Hui, jetzt wird aber viel geschrieben. Hoffentlich in München auch. Ja, München wäre geil, das ist nicht weit weg von mir. Schnappers! Ja, ich weiß nicht, dürfen wir da einen Schnaps trinken? Ich glaub, da gibt es Sekt. Ich glaube, da gibt es einen Sekt. So, und jetzt gebe ich einfach mal mein Bestes. Also wie gesagt, ich bin da auch noch nicht so fit. Ne? Also wenn was schief geht, nicht lachen. So, jetzt mache ich hier erst einmal meine Stricherle. Das mache ich für mich immer als allererster, damit ich wenigstens so ein, ja, ein Bild habe von meiner Blüte. So. Da haben wir ihn. Jetzt wollte ich schon mein Ding reingehen. So. So. Wie gesagt, das könnt ihr dünner machen, dicker, wie wir wollen, ne? Jetzt mal eine Menge rum. Normalerweise habe ich ja mein Colourpop oder so dann immer ein bisschen näher bei mir. Ne? Jetzt ist es ja so weit weg hier. So, ist da die Ink-Colors, meinst du die, wo man die bestellen kann? Na hier, auf Rockstar Nails. Wir sind ja auch gerade auf der Seite von Rockstar Nails. Da zeige ich ja gerade die Farben. Und hier kannst du die bei Rockstar Nails bestellen. Halt, jetzt mache ich erst einmal mit meinem anderen Pinsel. Auch wieder einen ganz dünnen. So. Ah, wunderbar. Kleider Link drin. Das ist eine gute Sache. Super. So, ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen näher zu kommen. Es ist für mich wirklich sehr blöd. Also bitte verzeiht, wenn ich mich ein bisschen anschaue. Also wenn es jetzt wirklich nicht vom Feinsten wird, ne, dann nicht böse sein. Ich gebe mir echt Mühe. Aber das ist hier echt nicht einfach, ne? Wirklich nehmt einen ganz zart dünnen Pinsel, damit ihr dann wirklich ganz dünn mit arbeiten könnt. Ne? So. Ganz dünn. Und ganz zart. Wie Babypopo. Seht ihr alles? Ist es scharf? Jetzt. Ich muss immer ein bisschen gucken, weil wenn es nicht scharf ist, ist es blöd. Machen wir das erstmal so. So, also Nummer 1. So. Dann nehmen wir den nächsten. So. Ich bin jetzt gerade ein bisschen still. Das ist echt sehr aufregend für mich. Wie gesagt, bin da ja auch noch nicht so der Profi, ne? Also auch mit diesen feinen Blümchen und so. Es ist alles auch noch sehr neu für mich, ne? So.
gebe da wirklich mein Bestes. Wie man, glaube ich, merken kann. So, das ist nicht einfach, ich sag's euch. So, die Blume ist nämlich etwas versteckt hinter der anderen, wie man sehen kann. Ne? So, wieder. Das Blütchen hier. Das sind wirklich ganz feine Strichler, die ich da mache. Gehen wir jetzt da rein hier. Naja, wird schon, würde ich jetzt mal sagen. Moment. Also es wird, denke ich mal. Ja, es ist wirklich gar nicht so einfach, das zu machen. Und dann, wie gesagt, ist echt ein bisschen schwierig, durch das, dass ich die wirklich hier im Gesicht habe, die kleinen Rackerer. So, da will ich jetzt noch ganz fein ein paar Härchen. So ein Härchen. Oh, da werde ich gar nicht mehr so viel machen da. Halt. Ihr könnt ja unglaublich toll mit den Farben hier malen, ne? Das ist der Wahnsinn. Also die sind echt nicht nur super für Fullcover oder French, sondern ihr könnt mit denen echt geil malen. Auch sehr zart und es sind der Wahnsinn. Also ich bin so begeistert. Ganz fein und dünne Striemen malen. So, würde ich jetzt fast gar nicht mehr machen. Jetzt will ich aber noch, jetzt nehme ich wieder meinen dicken Hund hier. Das ist ja mein langen, nicht meinen dicken, meinen langen Hund hier. So, und jetzt mache ich hier, jetzt machen wir hier, noch ein Knosperle mit rein. Na komm, lass den nur entbiegen hier. So. Dann nehme ich hier wieder den da. Und dann machen wir da so eine kleine Knospe mit hin. Ein bisschen Knospe da, der kleine Racker. Soll auch einmal ein Blümchen werden, ne, die Knospe da. Sind wir scharf, ja. So. So, da haben wir jetzt die Knospe. Puh, bin ich aufgeregt, ihr glaubt es nicht. So. Ja, das Schwarz und Weiß ist mega. Ich zeige euch das jetzt mal nochmal näher hier. Also ich finde es wirklich cool. Moment, mich stört da noch was. Ich werde jetzt hier noch ein ganz paar dünne Feine mit reinziehen. Und zwar hier. So, weil das ist mir irgendwie noch ein bisschen... Jetzt ist das schon besser da. Ein bisschen hoch machen hier. Jetzt bin ich zufrieden. Und dann könnte man jetzt eigentlich hier auch noch an das Ding eine kleine Blüten machen da. Ein kleines Bladel, Blütenbladel. Einmal. Und da unten vielleicht auch eins. So. Ja, ich denke, ich bin verliebt. Ist die nicht süß? Und ich finde auch, es reicht. Denke ich, ich gehe jetzt mal kurz aushärten, okay? So. So, jetzt können wir die mal wieder runter tun. Ich bin jetzt schon mal ultra begeistert. Jetzt kann ich mal kurz ein bisschen lesen, ihr Lieben,
Weil wie gesagt, ich war jetzt voll konzentriert. So, habe ich da wieder rumgewackelt, Mensch. So, mega schön, das freut mich. Ja, wenn ich mich konzentriere, Regine, da ist es wirklich ein bisschen, da muss ich kurz mal still sein. Sabi, danke schön. Was beneidet, was auf mein Talent, ernsthaft? Jacqueline, du ganz ehrlich, also ich habe immer Angst, ja, ich bin immer so aufgeregt, wenn ich sowas mache, weil ich selbst, also ich finde, es geht immer noch ein bisschen besser und ich habe immer das Gefühl, dass es halt nicht so perfekt ist, aber ich gebe mir da immer so Mühe und ich freue mich wie ein Schnitzel, ohne Scheiß jetzt, ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn ich immer positives Feedback kriege. Also das ist wirklich. Ich glaube, da freut sich jeder drüber. Das ist nämlich echt Wahnsinn. Also ich, ja, es zeigt auch, dass es doch nicht so schlecht ist, wie man gedacht. Und wenn ich das noch live zeige, ihr glaubt es nicht, wie mir das Arschwasser rennt. Also ich bin da echt aufgeregt. Gell? Also ja, selbst ich. Jeder denkt immer, ach, ich mache das mit links. Nee, ich bin aufgeregt. Echt schön, das freut mich. Oh, ich muss gerade ein bisschen lesen. So. Das haben wir schon beantwortet. So. Ja, Schnappers wäre jetzt gut, ja. München wäre auch echt geil. Also München, da hätte ich es nämlich gar nicht weit. So. Weiterlesen. Gefällt euch. Ich freue mich. Jetzt wackelt hier alles. Wie gesagt, also ich zeige euch noch, jetzt hört es gerade aus. Ich glaube, kann ich eigentlich schon raus tun. Also wie gesagt, ich habe jetzt Schwarz und Weiß benutzt. So, kann euch nochmal kurz zeigen. Da haben wir einmal Schwarz drin. Ihr könnt mit denen wirklich auch solche Feinlinien, ihr könnt damit wirklich malen, ihr könnt damit alles. Das sind super Farben, weil sie nicht so, sag's mal, nicht so flüssig sind. Also sind wirklich toll. Ich liebe sie. So. Day 2 da. So, da ist sie. Okay, also ich finde sie jetzt auch echt toll. Ja, bin schon mal begeistert. Es ist wirklich, das Schöne ist, dass es wirklich ausschaut wie Aquarell, ne? Ein bisschen. Also das ist schon wow. Ihr könnt noch weniger dieser feinen Linien ziehen. Ihr müsst es nicht. Ihr könnt auch die Farbe von den Blüten auch noch kräftiger machen. Also man muss das nicht so fein und dünn machen wie ich jetzt, ne? So, lala. Gut, dann können wir eigentlich. Wartet mal, wo habe ich denn mein. Wo habe ich denn mein. Wo ist denn mein Teammitglied? Mal. So, mein Liebling, mein absoluter Liebling, ihr Mäuse. Es ist. Also ich liebe ihn. I love it, der Heiklos. Ich liebe den ohne Scheiß. Ich hatte früher andere, wo ich dachte, ich habe die besten, aber ich muss sagen, seitdem ich den kenne, ich liebe ihn. Warum? Er lässt sich schön auftragen, keine Bläschen, kein nix, gar nix, ohne Schmarrn. Ihr tragt den auf, haut den 60 Sekunden, also ich tue den 60 Sekunden in die UV-LED, 24 bis 48 Watt, 60 Sekunden, raus damit. Abkühlen lassen, fertig. Ja, meinen alten, den musste ich da glatte 4 Minuten reinhocken. Also das hat mich verkneift, ne? Och, Anke, Liebes. Ja, es tut mir leid, ich hätte dich gerne eingeladen, aber irgendwie kann ich das nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich stelle mich da irgendwie zu blöd. Ich kann es nicht so, ich weiß es nicht. So, jetzt versiegel ich den hier mal. Das Schöne ist ja, wenn man die dann versiegelt, dann kommen die Farben nämlich noch eine Nummer besser raus. Also am Anfang ist es immer noch ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen matter. Aber nach dem Versiegeln ist es ein Traum. So, versiegelt. Wie gesagt, braucht ihr echt nicht viel von dem Versiegler. Ganz schön dünn auftragen. So, warte mal. Jetzt. So. So, da. Keine Luftscheißerchen da drin haben, da. Sonst wird das Liechen sauer. Ja, da ist er. Und jetzt gehen wir einmal aushärten. Ihr könntet jetzt da in der Mitte auch noch ein bisschen Glitzer rein tun oder so. Also das kann man wirklich machen, wie man will, ne? So, ich packe den jetzt mal da rein. Und dann kommen wir noch zu dem anderen, was wir gerade hatten. Hier, der da. So, da ist er. Ja, und den verpassen wir jetzt auch noch einen Look.
Dann nehme ich jetzt einmal. Oh, Regine, dann viel Spaß beim Baden, du. Das Video wird festgepostet und es wird dann auch auf meiner Seite zu finden sein und auch auf YouTube, Nagelstudio, ach na, Lilo Snell Design. Also auf YouTube, Lilo Snell Design, findet ihr dann auch das Video und auf Nagelstudio, Lilo Snell Design, Facebook. So, ich habe hier jetzt mal noch drei Racker und zwar einmal, machen wir scharf hier, den Schein. Und mache ich euch gleich mal auf. Der scheint sehr schön. Oh, den, glaube ich, werde ich jetzt dann gleich mal nehmen für den hier. Ich habe mich noch nicht entschieden gehabt, welchen ich nehme. Da haben wir noch den hier. Oder nehme ich den da? Da, der hat eben so ein Sparkly. Also der hat so einen ganz anderen schönen Effekt. Kann man das gut erkennen? Ja, der hat so einen anderen, also der ist nicht Silber, ne? Ich glaube aber, das ist schwer einzufangen. Und da haben wir noch Gold. Oh Gott, ist das schön. Jacqueline, ich freue mich auch. Also das ist echt schön. So, da haben wir jetzt Gold. Kann man das gut sehen? Ja. Es ist wirklich ein zarter, feiner Effekt. Das finde ich ganz schön. Es gibt nämlich immer viele Mädels, die wollen nicht so viel drauf. Wenn man es versiegelt, kann man da eben noch schön einen Effekt mit reinziehen. Wenn es natürlich dann zu viel glitzert, das mögen sie jetzt auch nicht. Und den finde ich aber echt perfekt. Also das ist ja schon fast der Muss, ne? So, wir haben jetzt hier einmal den. So, den Rocker tun wir jetzt mal noch raus. 60 Sekunden sind vorbei. So, dann tue ich dir jetzt einmal den da versiegeln. Und dann habt ihr da nämlich auch schon gleich ein Glitzi mit drin. Und ich finde das so geil. Also man sieht ja dann, wenn es versiegelt wird, sieht es nämlich auch wieder ganz anders aus, ne? Ihr könnt auch wenig so wie eine Art Marmoreffekt machen. Zum Beispiel mit dunkelbraun, schwarz, solche Farben. Ja, ihr könnt auch einen Marmoreffekt mit rot machen oder so. So. Ihr seht auch, wenn das gut abgetrocknet ist mit einer Zilette, dann verschmiert sich da auch nichts, ne? Und jetzt seht ihr, habt ihr hier einen ganz tollen, schönen Effekt mit drinnen. Wahnsinn. Also was man damit alles zaubern kann, das ist super. So, und ab ins Stäpfle. Und einmal aushärten. Ja, die musste ich euch jetzt unbedingt noch zeigen, weil die kleinen Racker da, sehr schön. Also es ist schon fast ein Muss, ihr Lieben, weil die sind auch echt ganz toll. Es ist ein schöner, feiner Glitzereffekt. Was ich sagen muss, aus Erfahrung weiß ich, dass viele Mädels solche zarten wirklich sehr lieben. Ja, also es sind ganz toll. So, jetzt warten wir mal, bis der ausgehärtet ist. So. Und dann stecke ich euch einmal die hier da noch drauf. Und dann können wir nämlich alle nochmal zusammen anschauen. So. Lass mir jetzt so kurz abkühlen. Ganz. Also wie gesagt, ihr könnt da auch noch Glitzer mit einer, aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch da vielleicht. Also ich, wenn es jetzt so anschaue, hätte ich vielleicht jetzt gar noch ein, zwei Strichli weniger gemacht. Dass es nicht ganz so proper ist, aber es ist schön. Doch, ist okay. Ja, ich bin immer sehr selbstkritisch. Aber so ein Streifler weniger wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Ja, aber gut. Ja, so bin ich. Deine nächste Bestellung wird fällig. So. Gut. Ich mache immer so ein bisschen einen Test. Machen wir so. Dann merke ich, abgekühlt, kann man runternehmen, ist fertig. So, das setze ich jetzt einmal da drauf. So. Und den lassen wir jetzt auch mal kurz abkühlen. Und dann haben wir nämlich alle drei drauf. Also wie gesagt, die Farben kommen immer unterschiedlich, wie ihr die halt auftragt. Ne? Ihr habt ja eine große Auswahl, da gibt es ganz viel. Und ja, also ich muss sagen, ich finde es mega. Ihr könnt diesen Aquarell-Style auch mit den Ink-Colors machen. Da muss man nicht nur Pünktchen oder wie halt viele machen, immer nur so Punkteller oder so. Nee, die können viel mehr, diese Ink-Colors, ja. Also sie heißen Magic Ink. Ne? Ich sage immer Ink-Colors. Magic Ink sind es hier. Und wie gesagt, gibt es ganz viele Farben. Ich habe jetzt nur einen Teil da.
Ihr könnt im Shop gucken, da gibt es jede Menge. Und die gibt es jetzt eben in der 15 ml Flasche, was ich richtig geil finde. Ich drehe euch die jetzt alle einmal noch so um, weil wir sind jetzt schon am Ende. Ja, ich denke, oder ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird auch allen ein bisschen helfen. So, wieder den Fingertest. So, ja, wunderbar. Dann machen wir den auch runter. So, und da drauf. Na, gehst du drauf? So. Ja, da sind sie jetzt alle. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein Bildchen machen und kann die absolut empfehlen. Wie gesagt, alle vier Tipps sind mit den Inkcolors gemacht. Und ja, also ich liebe sie, ich bin begeistert und ihr könnt damit wirklich unglaublich viel machen. Was ich als nächster machen will, das wird ein Schmetterling sein in dem Style. Ich hoffe, ich kriege das hin. Vielleicht mache ich da, oder ich könnte eigentlich ein Video dazu machen. Also das nächste wird ein Schmetterling werden. So, ich halte euch mal nochmal her da. Also wie gesagt, es ist auch immer wie das Licht fällt, ne? Also so sieht man es fast ein bisschen besser. Also die Farben sind wirklich ganz toll. Also ich bin absolut begeistert. Ja, freut mich. Ja. Okay, falls ihr Fragen habt, ihr Mäuse, einfach einen Kommentar drunter setzen, ja. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich wirklich ganz gern. Ja, Rockstar Nails hilft euch natürlich auch bei allen euren Fragen. Ja, dann sind wir mit dem Live-Video schon wieder am Ende. Ich wünsche euch alle einen ganz, ganz schönen Abend. Ja, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich bin zufrieden mit meinem Blümchen. Okay, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.